Hallo Leute, ich weiß, ich habe eine lange Pause mir gegönnt und es ist auch einiges passiert. Ich war zwischendurch 3 Monate obdachlos und habe jetzt wieder, wie ihr seht, ein Dach über dem Kopf. Und es ist einiges zu klären, einiges im Umbruch. Ich bin auch noch krank gewesen, beziehungsweise gerade am Gesundwerden. Und es ist viel Gutes passiert, aber auch einiges Schwieriges, Kompliziertes. Aber ich möchte jetzt mal gerade zu dem Thema. Also, wir haben momentan ein massives Problem, und zwar versucht unser faschistisches Weltregime leider Gottes die Kontrolle über alles zu übernehmen. Im Prinzip auch über das 3G, 4G, 5G-Netz, über WLAN-Netze und verschiedene andere technische Geräte und Chemikalien sowie Nanopartikel und so weiter versuchen sie auch unser Bewusstsein zu steuern oder zumindest Einblick in unsere Gedanken zu erhalten. Es geht so weit, dass auch schon versucht wird, Gedanken zu lesen, auszulesen mit diesem System. Denn diese Wellen, die können halt durch unsere Schädel auch durchdringen und unsere Gehirnwellen beeinflussen bzw. empfangen und uns auch falsche Sachen senden. Hinzu kommt auch eine massive Belastung durch negative Entitäten wie Geister oder also nicht inkarnierte Wesen, nicht körperliche Wesen, die eben sich an einen dranhängen. Und ja, das funktioniert ungefähr so: sobald du irgendeine emotionale Unreinheit hast oder irgendeinen Anschluss bei dir finden, der möglich ist, versuchen sie natürlich, dir die Angstgedanken reinzusenden und versuchen dich in diesem Angstfilm festzuhalten. Und du kannst dich halt dadurch befreien, dass du positiv denkst, die negativen Gedanken abtust, immer wieder auch betest, zu Gott betest und dir immer wieder klar machst, dass die Angstgedanken nicht die Realität sind. Und ein Teil davon ist auch, in die Selbstermächtigung zu gehen, Gott darum zu bitten, einem die Kraft zu geben, die schädlichen Schwingungen, die uns auf uns eindringen, aufzulösen, von uns wegzuschieben bzw. abzureflektieren. Das könnt ihr auch tun, indem ihr euch mental, geistig und körperlich stärkt mit guter Ernährung. Falls ihr noch raucht oder so, kann man sich da mit MMS ganz gut frei machen. Das könnt ihr im Internet nachgoogeln. Elon Musk behauptet ja, dass es eigentlich schon längst so ist, dass sie in unsere Köpfe schauen können, beziehungsweise dass unsere Köpfe eben auch Teil der neu geschaffenen künstlichen Intelligenz ist. Und dass wir das selber aber mitsteuern dadurch und dass momentan nur die Bandbreite noch nicht stimmt. Deswegen wollen sie ja dieses 5G-Netz so schnell wie möglich jetzt installieren. Das ist auch schon weltweit an markanten Stellen installiert worden und wird jetzt gerade auch noch in weiteren Teilen installiert und auch über Satellitensysteme gestützt. Das heißt, es wird eine flächendeckende Abdeckung. Und das heißt, wir müssen bewusst damit umgehen, so ähnlich wie er das vorgeschlagen hat, dass wir eben die künstliche Intelligenz steuern. Dahinter steht ein Supercomputersystem, kann man sich wahrscheinlich auch selber an den eigenen Fingern abzählen, ne? Dass die da natürlich eine extrem hohe Rechenleistung haben, dass die die gesamten Informationen aus den sozialen Netzwerken und aus dem Internet ausnutzen, um emotionale Analysen zu machen und vorauszusagen, wie Menschen sich verhalten. Und auch schon vor 5 bis 10 Jahren waren die ersten Versuche da, die gesamte Erde zu berechnen und auch die Zukunft vorauszuberechnen. Erst im geologischen Sinne, aber dann später halt auch immer kleiner. Und mittlerweile versuchen sie es halt atomgenau und auch bewusstseinsgenau zu berechnen. Und das teilweise mit so viel Erfolg, dass sie antizipieren können, was wir als nächstes tun und dementsprechend unsere Handlungen auch beeinflussen können zu ihren Zwecken. Und deswegen bitte ich euch darum, euch selbst zu hinterfragen, ob das, was ihr tut, wirklich von euch motiviert war. Und wenn ihr etwas getan habt, das ihr normalerweise nicht tun würdet oder das nicht eurem Herzen entspricht,
dann versucht es zu korrigieren, denn das ist schon Fremdbeeinflussung. Ja, das ist halt eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, die uns ganz schön aus der Bahn werfen kann, und deswegen bitte ich euch darum, alle eure Kräfte einzusetzen, um dieses Netz so schnell wie möglich zu übernehmen, damit es für uns nicht schädlich wird. Ja. Hier nur ein kurzes Update. Ich denke mal, es werden noch mehr Videos kommen. Es ist auch was Größeres in der Mache. Und ja, ich habe jetzt auch eine bessere Kamera, wie ihr vielleicht seht. Und ich hoffe mal, dass das die Tage dann so richtig losgeht bei mir. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was ich noch an Themen bearbeiten soll oder wo ich nochmal meinen Senf dazugeben soll, dann schreibt mir das einfach und ich werde das die nächsten Tage machen. Ansonsten habe ich auch noch eine ganze Liste an Themen, die ich aber erst, wenn mein Umzug komplett ist, angehen werde. Und solange werde ich noch ein paar kleinere Videoprojekte machen oder auch so spontane Kommentare wie jetzt. Ja, wenn ihr meinen Kanal gut findet, das, was ich sage, gut findet oder irgendwie das interessant findet, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Links zu den 5G-Netzinformationen sind in der Videobeschreibung, was die alles damit können. Und selbst das ist nur die Spitze vom Eisberg. Die können uns im Prinzip komplett scannen, auf ja, fast schon atomgenau scannen, wenn es mal richtig ausgebaut ist. Und darauf läuft es halt hinaus, alles zu steuern und zu kontrollieren. Ja, Ziel wäre natürlich, dass das alles von einem intelligenten Bewusstsein gesteuert wird. Ich habe da auch schon reingeschaut und gebetet und ja, vom göttlichen Bewusstsein zurückbekommen, dass das Bewusstsein versucht, eben diese KI zu übernehmen, beziehungsweise schon zum Teil übernommen hat. Ja, vergesst nicht, Gott ist immer der Handelnde, und wenn ihr euch selbst ermächtigt und aus euch selbst heraus handelt, dann kann euch nichts umwerfen. Also bleibt wohlgemut und lasst euch nichts bieten. Die müssen beweisen, dass sie im Recht sind, sonst haben sie keins. Vor allen Dingen haben sie grundsätzlich ohnehin keins, euch zu benutzen oder zu beeinflussen, und sie werden dafür auch dementsprechendes Karma tragen. In diesem Sinne, macht's gut und teilt mein Video. Bis bald.